Am Samstagmorgen ließ Peter Klein gegenüber seiner Frau Iris die Bombe platzen. Er hat sich in Yvonne Wölke verliebt. Wenig später machte er das Liebesgeständnis auch öffentlich auf Instagram und trat damit eine Hatewelle los. Allen voran rechnen nun seine engsten Familienmitglieder wie auch Jenny Frankhauser mit ihrem Papa Peter ab. Und was sagt Daniela Katzenberger zu seinem Liebesouting? Sie reagierte zunächst mit wortkargen, aber doch vielsagenden Instagram-Stories. So teilte sie auch dieses Knutschbild mit ihrer Mama und schrieb dazu: "Wir schaffen das, weil wir dich lieben." Zudem unterlegte sie diesen Alltagsboomerang mit dem Song Always Look on the Bright Side of Life und zeigte auch, wie ungewöhnlich ihr Mann Lukas Cordalis abschaltet. Füße in Essig eingelegt, dachte schon, der macht Salat, kommentierte sie das Video von ihrem Mann lachend. Wenig später sprach Daniela dann auch kurz von einer Hölle, die heute wieder ausgebrochen ist, wollte jedoch nicht näher darauf eingehen. Ich sag dazu gar nichts mehr. Ich halt wirklich meine Gosch, auch wenn's mir wirklich brutalst schwer fällt, weil ich natürlich auch ganz andere Sachen weiß. So die Kultblondine. Darüber, was Daniela noch weiß, können ihre Follower zum jetzigen Zeitpunkt nur rätseln. Die berühmte Stieftochter von Peter Klein hüllt sich weiterhin so gut es geht in Schweigen.